Schön, dass Sie wieder da sind. Wir sind im Haus 5 auf der Ebene 4. Diese Ebene hat es vor 2 Jahren noch nicht gegeben. Es ist praktisch die Aufstockung des Bettenhauses. Mit der Station vervollkommnen wir hier die Unterbringung der Patienten, vor allen Dingen auf dem Niveau, wie es heutzutage gefordert ist. Hier auf dieser Ebene haben wir die Palliativmedizin untergebracht. Die neu gestalteten Räume ermöglichen die Einzelzimmerunterbringung der Patienten, auch mit ihren Angehörigen, wenn es gewünscht ist. Hier haben wir die Möglichkeit, auch für den Patienten ganz individuell die Speiseversorgung zu gestalten. Mit der Küche kann man sich praktisch auch wieder auf das heimische Umfeld vorbereiten. Ab Mitte März geht dieser Stationsbereich in Betrieb. Und wenn Sie mal sehen wollen, wo richtig die Post abgeht, dann folgen Sie mir mal mit ins Labor. Der erste neue Aufzug, der in Betrieb ist, alle 4 Aufzüge, die zum Bettentransport im Haus 1 notwendig sind, werden erneuert. Erstens ist er schneller als Schnellläufer und zweitens ist er so ausgestattet, dass er nicht blendet, wenn der Patient hier in der Kabine liegt. Wir nehmen unsere neue Rohrpost in Betrieb. Die Rohrpost versendet Blutproben von verschiedenen Stationen, Notaufnahme oder OP-Saal direkt ins Labor. Und natürlich gehen die leeren Behälter an den Ort auch wieder zurück. Als Verwaltungsdirektor weiß man natürlich nicht alles. Dafür haben wir aber Herrn Jörg Lange, der Projektüberwacher ist von unserem Architekturbüro. Herr Lang, wie weit sind wir denn mit dem Bau hier auf der Ebene? Ja, es hat sich schon etwas getan. Abbruch haben wir natürlich abgeschlossen, wie Sie sehen. Danach wurde der Boden nochmal gefräst in Vorbereitung der Estrich-Arbeiten. Und jetzt haben wir die Wände vom Trockenbauer fast fertig vorgestellt. Sieht man, die Flurwände sind angelegt, die ganzen Zimmer sind gebaut, die Putzarbeiten soweit abgeschlossen, dass jetzt nachfolgend, wenn die Wände einseitig vorgestellt sind, dass wir dann mit den Haustechnikarbeiten beginnen können. Also insbesondere Elektro, Trassen bauen, auch die Sanitärleitung reinziehen, alles was Haustechnik, Lüftung etc. ist. Und wenn das dann soweit ist, dann werden wir anfangen, die Wände zu schließen. Dann bekommen wir die Freigabe von den Haustechnikgewerken und fangen an, die Wände zu schließen. Wenn die zu sind, geht es dann in die Estrich-Arbeiten. Und Herr Lang, für uns ganz wichtig, wann gehen wir hier in Betrieb? Also wenn es weiter planmäßig läuft, ich denke, gegen Ende des Jahres müssten wir eigentlich fast soweit sein. Das freut uns sehr. Wir sind gespannt auf den Termin halten. So, und tschüss dann. Wir sehen uns bestimmt bald wieder im Elbland-Klinikum in Riesa bei dem nächsten Bericht zum Baufortschritt.